Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, ihr seht schon, ich habe eventuell so ein kleines Ding hier erschaffen. Hab gedacht, ich kann damit was bauen in der Zwischenzeit. Jetzt habe ich hier dieses komische Ding rumstehen und habe noch keinen Plan, was ich mit dem wirklich mache. Aber er kann hier smelten und er ist eine Kiste und er ist alles irgendwie in einem. Was ich gerne machen würde. Wie gesagt, ich würde gerne ein bisschen was ausbauen noch und hin und her und pipapo. Was ich aber gerne auch machen würde, wäre Nuclear Craft anzupacken. Wenn wir da mal gucken. Müsste da Nuclear oder irgendwie so Nuclear sein hier, dann gibt es hier die ganzen Sachen, die man dafür braucht. Und auch die ganzen verschiedenen Einheiten, Uranium-Blocks und Cooler müsste es auch geben, wenn ich da gucke. Cooler. Dann haben wir die ganzen Kühlsachen hier, Nuclear Craft. Wenn ich da gucke, dann sieht man hier auch, wie viel Hitze die Dinger speichern können. Was sind das maximale? Pump coolant into this block to cool down fusion and fusion reactors must be placed in a fusion structure or on an angle. Okay. Superconducting supercooler. Requires Strom und Gedöns. Das Gold ist hier ganz gut. 120. Was haben wir denn hier noch? 150. 160. Must be added to at least 2 reactor cells. Genau. Und die bringen wohl am Ende auch ordentlich Strom. Deswegen habe ich gedacht, wir schauen mal, ob wir da schon ein bisschen was machen können. Das muss ich natürlich auch ausfinden. Reactor. Schau mal. Molten Salt. Nee. Fusion Reactor Casing. Fusion Reactor Port. Fusion Reactor IO. Nuclear Craft, das ist von was anderem. Wir wollen zum Beispiel sowas hier. Oder Fusion Reactor Casing, glaube ich, war es ja auch, was ich da benötige. Really brauche ich jetzt hier so ein Casing. Dafür brauche ich. Was ist das? Transport Fusion Reactor Casing, okay. Basic Plating und dafür brauche ich Lead Ingot und Graphite Dust. Das mache ich aus Pulverized Coal. Bedeutet, ich brauche jetzt als erstes mal Kohle. So, da haben wir schon ein bisschen was. Dann gehen wir mal hier hin, da müsste das ja dann gut schaffen, oder? Lassen wir die mal kurz machen. Dann React. Ah, Lead brauche ich noch. Lead. Wo ist denn hier Lead wieder? Lead Ingots. Die kann ich wahrscheinlich genauso einfach mal da vorne reinschmeißen und dann macht er das für mich. Warte mal. Iron Anchors. Ich glaube, ich habe eh kein Iron drin. Gehen eigentlich nur die vier Sachen rein. Gut. Und wenn ich jetzt mal gucke, was. Genau, mit Lead Resin kann ich dann das machen. Okay. Bedeutet, ich brauche jetzt erstmal von Lead jeweils ein Deck. Und tu dann dieses Decks da rein. Ah ne, das war jetzt falsch, scheiße. Das brauche ich nicht, ich brauche die hier. So, und wenn ich dann hier rein. Sollten hier schon 48 gemacht worden sein. Und wenn ich dann. Ich brauche einen rein, theoretisch rausnehmen. Dann hier reinsetze. Dann sollte der hier in kürzester Zeit verschwinden und ich kriege Liter daraus. Und dann kann ich rein theoretisch. Ah, jetzt mal wieder das. Aber schmeiße ich das immer gleich raus. So, Dankeschön.
natürlich dem hier unten sagen, hey, du kannst auch diese Ingots hier rauspumpen. Und dann kriegen wir wieder ein paar Lead Ingots jetzt als erste. Die Batterie geht's gut. Wie schaut es mit unserem Pulverizer aus? Wenn ich dich jetzt durchschicke, dann machst du Graphite Dust. Nice. Output Slot Configuration. Habe ich noch? Kann ich schnell Manufacturer machen, Rental? Manufacturer. Geht das? Jawohl. Kann ich den hier nebenstellen und dann sagen, okay, ich will den konfigurieren. Input Slot ist nur das Input. Und wenn ich den dann an Strom, ans Energy Cable anschließe, Energy Cable. Nimmt er das dann? Das ist jetzt cool gewesen, aber irgendwie will er das nicht. Oder müsste es dafür irgendwie active gemacht werden, muss ich wahrscheinlich dafür dann. Ja, der braucht mir auch viel zu lang. Nope, dafür müsste ich jetzt die ganzen Updates reinmachen. Okay, du kommst wieder ins Lager fürs Erste. Bis ich da weitermache, dauert es noch ein bisschen. So. Aber rein theoretisch mit dem ersten Graphite, das in diesem Falle ja. Das wollte ich noch das nächste Mal durchschießen. Könnte ich dann die ersten Platten schon mal machen. Dann hier Reactor Core. Und dann brauchen wir hier nur die Reactor-Dinger hier. Ah, da brauchen wir Tough Alloy. So, okay, jetzt müssen wir gucken, was Tough Alloy Lithium und Ferrochrom oder was. Schauen wir mal aus, was das geschmolzen wird. Gib mir doch an, was für eine Mixtur du hast. Lithium und Ferroboron. Eigentlich eher erst Ferroboron versucht zu schmelzen, weil es Boron und Stahl ist. Boron Blocks habe ich. Und dann brauche ich Stahl. Ich würde gerne ein bisschen mehr Stahl haben. Crusher. Ah ne, wollte echt gucken aus Crushed Coal und Pulverized Eisen. Yahoo! Machen wir ein bisschen Crushed Coal. Nuklear, wir können ja schon mal Nuklear. Reactor, muss ich eher gucken. Ich React. Ich schaffe das die ganze Zeit falsch, ne? Schlimm. Wir tun erstmal die Platings herstellen. Jetzt ein bisschen Coal. Dann brauchen wir ein bisschen Iron. Und ein Stacky-Stack. Sogar noch Pulverized Coal drin. Leck mich am Arsch. Steel Ingots. Ja, noch ein paar Steel Ingots. Mir scheißegal, ich brenne jetzt das Ferroboron dadurch. Boron hier noch drin. Ich krieg schon noch mehr Boron. Absolut kein Problem. Ich mache jetzt so viel von dem Blödsinn, dass die blöd gucken. Und noch ein Stack Eisen. Kann ich Stahl rein theoretisch auch in das Smeltery machen? Weil da sollte sich das ja verbinden da drin, oder?
bekannten Stil. Wenn wir dann gucken, heißt das, ich muss Liquefied Coal und Liquefied Iron. Da muss einfach nur Kohle drin brennen, oder was? Das wäre ja easy. Im Gegensatz zu dem Aufwand, den ich mir jetzt gerade betreibe. Probieren wir es. Tun wir mal einen Stack Kohle rein. Stack Eisen. Das ganze Pulverized Coal kann auch rein. Liquefied Coal. Die ganzen Iron Anchors tun wir auch mal rein. Auf jeden Fall sollten wir dann relativ viel Ferroboron kriegen. Einen Block Ferroboron haben wir schon. Oder dich könnte ich doch... Ah ne, diese... Was habe ich hier nochmal gebracht? Ah, für die Goldplatten kann es sein. Ah. Wie schaut's aus? Molten Iron, das verwendet. Ändert sich gerade zu Steel. Dadurch, dass Boron mehr drin ist, wird es halt immer mehr Steel in dem Fall. Brauchen wir noch ein bisschen Coal. Coal. Kann ich hier einfach ein paar Blocks herstellen, schnell auf die Schnelle mal. Block of Coal. Dann noch ein bisschen Iron. Ein halbes Stack Blöcke sollte reichen. So. Wie viel Boron haben wir denn jetzt gerade? Es wird auf jeden Fall mehr Boron. Zwei Blocks Ferroboron haben wir. Ah, da wird die nächste Logic. Das nennt sich nächste Logic Board. Ich mache jetzt ein Table. Wir nicht mal ein Ingot. Hier, Ingot. Schauen wir hier schnell hin. Und ich hier hin. Die werden irgendwie nicht rausgenommen, geil. Verpflegt das eingestellt, also rein theoretisch. Ah, ist das nervig. Ein kurzes Probierding. Hoppa. Austauschen. Schau an, Problem gelöst. Da drüben bleibt das Ding und hier kommt jetzt. Ich bin voll, scheiße. Ich habe zu viel dabei. Tun wir die ganzen Sachen mal weg, das kommt auch weg. Hobbyline, es tut mir leid, du kommst auch mal weg. Ich brauche eine Chest, warte mal. Ich brauche einfach nur eine Chest. Ich bin eine normale, blöde Chest, das reicht vollkommen aus.
esse ich jetzt? Hierhin. Dann. Und hier sind Storage Cable. Blacklist. Und da. Dann machen die jetzt Ingots. Aha. Und die gehen dann hier rein. Schauen wir mal kurz. Perfekt. Und dann ist Ferroboron schon in unserem System. Super einfach. Das Jetpack kann ich mir hier irgendwo hin tun. Das Energy Cable kann weg. Das kann fürs Erste weg. Das kann auch weg. Auch weg. Wenn ich jetzt hier noch Ferroboron suche, habe ich schon 28. Ich habe so viel Iron, aber das verwandelt sich noch alles. Das sind alles noch mit Liquified Coal gemischt zu Steel. Und das wird halt zu keinem Ferroboron mehr mittlerweile haben. Hey. So viel Kohle habe ich auch schon lange nicht mehr produziert. Wie schaut es eigentlich mit Lead aus? Lead. Wir haben mittlerweile 5000 Ember und 400 Blöcke. Auch nicht schlecht. Aber wir brauchen ja Tough Alloy oder wie das Zeug heißt. Reactor. Das hier. Und das wird aus Lithium hergestellt. Habe ich Lithium? Kann das sein? Lithium. Ich hab Lithium Ohr. Schau an, gefunden Twilight der Menschen. Schmelzt es mal durch. Kurz anhalten. Es sind noch 4 Blocks nicht drin. Die 3 tun wir jetzt raus, die 3 Ingots. Zack. Sind es genau 4 Blocks, die übrig sind. Es kommt halt immer noch mehr von dem raus, von dem Stil. Ja, das ist eh gut. Einiges an Stil im Vorrat zu haben, ist gleich gar nicht blöd. Habe ich keinen Kobbel mehr dabei? Was mit dem Kobbel passiert von gerade eben? Cobblestone. Eins. Sich hier hin. Das andere. Das hat sie auch hier hin. So kann ich mal hier reingucken, wenn was ist. Die steht da dann, wie das reinkommt. Okay, gleich haben wir das dann auch. Dann geht's einen Schritt weiter. Dass wir dann den Reaktor bauen können. Ich will da noch ein Bilder machen, dann können wir dann noch eine schöne Platte bauen. Die Chickens gehen auch wie irre. Tun wir mal 2 Sticks da reinschmeißen. Einfach durchbauen. Wenn ein Hühnchen stirbt, dann hat sie es erledigt. Natürlich auslesen und so. Cool. Hey, alle 100 Leben. Null. Beim nächsten Mal werden sie alle abgeschlachtet. So schaut's aus. Sag ich Lithium und Tough Alloy. Probieren wir mal, ob wir das als Block machen können. Nein, können wir auch nicht. Bedeutet Automat an. Produziert Tough Alloy. Ferroboron noch und 6 Blocks Lithium. Ah, schau mal, wir werden wahrscheinlich ein bisschen schneller sein wie das Gerät hier am Ende. Na, ein bisschen. Wie viel sind da noch übrig? Ein paar Blocks.
Wir brauchen halt Mengen davon, die echt ungut sind. Tough Alloy. Oh, sind immerhin schon 20 Stück. 20 Wände kriege ich schon mal hin. Machen wir fürs Erste vielleicht so ein 4x4 Reaktor. Das würde doch reichen, oder? Ja, drin 4, oder wir machen 5x5. Wenn ich gucke, ich brauche 5x5. Einmal schnell. Einmal schnell Taschenrechner. Aber ich würde sagen, Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.